Was für eine Zeit. Ganz anders, als es einmal war. Ein Handschlag zur Begrüßung, eine Umarmung zur Gratulation, der tägliche Besuch bei Opa, weil man ihn so lieb hat. Heute kaum denkbar, denn jetzt ist alles anders. Weniger Kontakt bedeutet auf einmal mehr Wertschätzung. Schulen zu, Kitas zu, Krankenhäuser überlastet. Abstand und Rückzug sind die neue Form der Solidarität. Was für eine Zeit. Unternehmen, denen es bisher gut ging, geraten plötzlich in existenzielle Schwierigkeiten. Ganze Belegschaften werden in Kurzarbeit geschickt. Und sicher geglaubte Arbeitsplätze sind auf einmal in Gefahr. Aber das ist die Zeit, in der wir leben. Wir haben sie uns nicht gewünscht. Wir wünschten, sie wäre besser. Ist sie aber nicht. Die Frage ist, was machen wir draus? Jede Zeit hat ihre Herausforderungen. Nur sind die heutigen besonders groß. Und so nie dagewesen. Da möchte der eine oder andere vielleicht den Kopf in den Sand stecken. Die Hoffnung verlieren. Wir nicht. Wir sehen in die Zukunft. Immer schon. Optimistisch, tatkräftig, stark. Wir gehen voran. In Zeiten wie diesen müssen wir neue Wege gehen. Diese Tarifrunde muss anders werden als alle anderen, die wir vorher hatten. Wir müssen Spaß und Lust an Veränderung haben. Neue Ideen für betriebliche Aktionen. Neue Ideen für Warnstreiks. Dafür brauchen wir dich. Dafür müssen wir jetzt gemeinsam nach vorne gehen. Dafür brauchen wir aber jeden Einzelnen, auch dich, damit wir gemeinsam diese Tarifrunde rocken können. Denn nur gemeinsam sichern wir die Arbeit von morgen. Alle reduzieren ihre Zeit und verzichten ein bisschen, um zusammen etwas ganz Großes zu erreichen. Die Arbeit aller sichern. Gerade jetzt ist das wichtiger denn je. Genau jetzt müssen wir uns Gedanken über unsere Zukunft machen. Wie wirken wir dem Fachkräftemangel entgegen? Welche Ausbildungsberufe sind die richtigen? Wie schaffen wir die Transformation? Dafür brauchen wir Zukunftstarifverträge. Es ist an der Zeit, mit einer Reduzierung der Arbeitszeit in einem Optionsmodell, um genau in der Zukunft diese Probleme alle zu lösen. Deshalb ist es an der Zeit, jetzt dieses Thema anzugehen. Denn es steht viel auf dem Spiel. So viel wie schon lange nicht mehr. Es geht um Arbeitsplätze. Und unser Ziel ist es, so viele wie möglich zu sichern und für die Zukunft zu erhalten. Dafür lohnt es sich zu kämpfen. Denn eines ist sicher, auch diese Zeit geht irgendwann zu Ende. Und es wird eine andere, bessere Zeit kommen. Eine Zeit, in der wir uns wieder die Hand geben und uns umarmen. Und Oma und Opa sich wieder über unseren Besuch freuen. Für diese Zeit arbeiten wir jetzt und heute. Wir kämpfen. Gemeinsam mit euch. Denn die Zukunft wird heute geschrieben. Von uns. Von euch. Für alle.